Herzlich willkommen, liebe Leute, heute zur vierten Ausgabe der allseits beliebten Eddie Cochran Show. Für euch hinter dem Mikrofon sitzen der und der Mr. Bassman. Und wem war dabei? Unser guter Freund und Weggefährte Hirse. Hallo Hirse. Danke Hirse, schön, dass du bei uns bist. Heute möchten wir uns in unserer vierten Ausgabe Eddie Cochran Show mit unseren eigenen Pseudonymen befassen. Und zu Beginn gleich. Ein Hit aus dem Jahre 1962 ist Gene Chandler mit dem Duke of Earl. Duke, 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 Duke of Earl, Duke, Duke, Duke of Earl, Duke, Duke. Duke of Earl, Duke, Duke, 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 Duke of Earl. As I walk through this world, Duke of Earl, nothing can stop the Duke of Earl, Duke of Earl, and you, you are my girl, and no one can hurt you, oh no. Yes, I oh, I'm gonna love you. Oh, oh. Come on, let me pull you, darling. 'Cause I'm the Duke of Earl. So, yeah, 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 yeah. And when I hold you, you'll be my Duchess, Duchess of Earl. We'll walk through my dukedom and the paradise we will share. Yes, I Duke of Earl von Gene Chandler und jetzt ein weiterer Song, der besonders mir am Herzen liegt. Hier ist Johnny Symbol mit Mr. Bassman. Mr. Bassman, you've got that certain something. Mr. Bassman, you set that music thumping. To you it's easy when you go 1, 2, 3. You mean ba 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 ba. Yeah, Mr. Bassman, you're on all the songs with a ba 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 boom boom and a ba da da boom boom bong. Hey, Mr. Bassman, you're the hidden king of rock and roll. Ba 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 ba. No, no, ba 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 ba. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing or when he goes hi-yi. Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bassman, I wanna be a bassman too. Oh, Mr. Bassman, I really think I'm with it. Boom boom. Oh, Mr. Bassman, now I'm a bassman. Now you. Oh, it don't mean a thing when the lead is singing or when he goes hi-yi. Hey, Mr.
bass man, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. 'Cause Mr. Bass Man, I wanna be a bass man too. Yeah, Mr. Bass Man, I think I'm really with it. Boom boom and boom boom. Come on, Mr. Bass Man, now I'm a bass man too. Ja, Mr. Bassman, ich glaube, was unsere Zuhörer brennend interessieren wird, ist der Grund, warum du dir ausgerechnet dieses Pseudonym ausgesucht hast. Naja, ganz einfach, weil ich der Hidden King of Rock'n'Roll bin. Ja, und was unsere Zuhörer auch sicher interessieren wird, ist, wie du zu deinem Pseudonym gekommen bist, Duke of Earl. Ja, wie du weißt, nothing can stop the Duke of Earl. Ja. Ja, und als Abschluss der heutigen vierten Show haben wir noch ein ganz besonderes Prunkstück aus unserer Schublade gekramt. Ja, es stammt von keinem Geringeren als Johnny Tillotson. Hier ist Poetry in Motion. Ja. Ja. When I see my baby, what do I see? Poetry. Poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side. Her lovely locomotion keeps my eyes open wide. Poetry in motion. See her. Never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. Nothing I would change. She doesn't need improvement. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. All that I adore. No number nine love potion could make me love her more. Liebe Leute, das war es dann auch schon wieder für heute. Die vierte Ausgabe der Eddie Cochran Show neigt sich nun dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch wie immer Spaß gemacht, wie mir und dem Duke of Earl. Und hoffen, dass wir euch dann zur fünften Ausgabe wieder recht herzlich bei uns begrüßen dürfen. Ja, der Duke of Earl, der Mr. Bassman und allen voran natürlich Hirse bedanken sich recht herzlich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ja, wenn es dann wieder heißt, ja, The Eddie Cochran Show live.